Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Totally Akkurate Battle Simulate. Und Freunde, hier ist ja mal wohl heute was los. Ja, sind wir mal ganz ehrlich hier. Also Mammuts in den Bäumen und wir haben 6500 und ich weiß nicht genau, was ist die effektivste Methode gegen Baummammuts. Keine Ahnung. Legacy. Hier können wir nur Peasants wählen. Also ein paar Sachen sind immer noch Ganzlinger, Kakteen. Dynamitwerfer. Komm, wir hauen mal hier so ein paar Dynamitwerfer raus. In verschiedensten Instanzen. Hier so und hier so. Und diese freunden sich an mit ein paar Skeleton-Archern, die wir hier hinstellen, da hinstellen. Unter anderem auch hier hinstellen. Und ja, keine Ahnung. Ne, pass mal auf, dann nehme ich hier einen weg. Einen wollte ich nur, ist egal. So. Und den Tod höchstpersönlich. Und dann schauen wir mal, was passiert. Habe ich auf der Karte schon nach Einheiten gesucht? Weiß das immer nicht so genau. So, jetzt Dynamitwerfer. Feuer! Oh, oh, scheiße. Am Ende bleibt nur der Tod übrig. Komm, Sensenmann. Herr Sensenmann, da hinten steckt noch einer im Baum fest. Sehr gut. Es kommt davon, wenn man zu sehr Bäume kuschelt. Oh, hat er den Tod jetzt noch erwischt oder nicht? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, hier habe ich schon mal gesucht. Es kommt mir so vor, als hätte ich hier... Bei sowas, so Pilze könnten theoretisch auch eine Einheit sein. Oder hier so ein Blättchen. Ihr wisst schon. Und hier sind überall diese Dinger versteckt. Katzen. Steinkatzen. Hier ist nur ein Stein, der noch nicht gekatzt wurde. Und die schaut dahin, die Katz. Alle gucken hier auf diesen Haufen. Was ist mit dem Haufen? Dieser Haufen eine Bedeutung? Ist es vielleicht der Haufen der glorreichen Glückseligkeit? Wir können es nicht genau sagen. Niemand weiß es. Auch von euch nicht. Oh Gott, Mammuts und oh, oh, oh. Die sind fies. Die sind fies, aber der könnten wir hier vielleicht... Obwohl ich eigentlich echt Fan bin von Skeleton-Archern auf den Dächern. Ich glaube, Skeleton Archer sind irgendwie geil. Und hier in der Mitte noch eine Reihe tanzende Vampire. Und dann schauen wir mal, was passiert. Guck mal da, ich höre irgendwo Vampire lutschen. Oh nein, warum gehen die vom Dach runter? Es ist total doof, dass die runtergehen. Wenn die einfach oben bleiben würden, hätten die überhaupt keinen Stress. Dann wäre es auch viel zu unfair auf Dauer. Okay, dem geht es jetzt auch nicht mehr so gut. Ah, ey, die stehen hier ganz gut. Die stehen da. Bleibt da stehen, Leute. Nein, da, warum platzen die? Was ist los? Ach, da. Mammut steckt fest. Oh, jetzt aber nicht mehr. Das ist jetzt nicht mehr so gut. Aber sein Rüssel brennt. Sein Horn. Sein Stoßzahn. Los, mehr Mammut schießen. Komm schon, ja! Gibt's doch nicht! Ach Mann, ey, ich hatte echt Hoffnung. Ich hatte echt Hoffnungen. Wir brauchen was, was gegen die Dings besser hilft. Ne, Dynamitwerfer. Hier. One Sniper. Sniper Dude.
Gott. Wenn die einfach oben auf dem Dach stehen bleiben würden. Okay, was ist das, Alter? Black Mammoth. Klingt auch wie eine Band. Nee. Keine Chance. Wow, fliegendes Mammut. Das andere steckt da fest. Der brennt irgendwie da vor sich hin. Okay, nee, das wird so nix. Klären wir nochmal. 5000 haben wir. Wie sieht's denn mit Schlangenarchern eigentlich aus? Wo sind Schlangenarcher gewesen? Irgendwann ja irgendwo hier, da. Also Schlangenarcher sind ja an sich nicht schlecht für die Dings. Ich weiß jetzt nicht, gegen Mammuts vielleicht nicht unbedingt, ne? Aber da könnte man noch was machen, indem man hier Ballista hinstellt. So ein paar Ballistos und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich meine, durch die Schlangen stiften ja immer gerne ein bisschen Verwirrung. Und ne, Ballist ist kaputt. Alter, der Smash da hinten gegen die Wand. Ah, die können auch nur mit Äpfeln werfen, oder was? Das ist ja unfair. Ne, es sieht nicht gut aus für uns. Es sieht nicht gut aus für uns an dieser Stelle. Dann machen wir vielleicht mal hier den Minotauren und da den Minotauren hin. Und dann vielleicht noch... Ah, hier die Harvester. Die Harvester sind teuer, aber die sind an sich auch nicht schlecht. Nochmal hier so einen Notfall-Harvester hier hinten aufstellen. Und vielleicht zur Verwirrung einfach ein paar wütende Farmer. Ja, diese Apfelwerfer, die sind echt grob, ne? Da hast du echt keine Chance. Ne, 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 das sieht nicht gut aus. Wir schauen mal auf die Secrets. Die Executioner waren gut. Der Maze Spinner vielleicht. Wheelbarrow Dragon? Wo haben wir den denn her? Den Baumgiganten? Kann ich das einfach nochmal zumachen? Wie kann ich das... Ich möchte es... So, der Baumgigant. Stützt. Durch zwei Ninjas. Super teure Einheiten. Alter, die stürzen sich ja alle auf den Baumgiganten hier. Er kann nicht zuschlagen. Um. Alter, der Baumgigant, der macht's und die Ninjas. Die Ninjas haben das Ding einfach tot geninjert. Der Wahnsinn. Der Baumgigant, Leute. Er hat den Baum und die Bauern. Alter. Was ein Ding, hä? Schick sie da aus. Oh, Foto gemacht. Nee, warte mal. So. So ist besser. Okay, der Baumgigant rettet uns hier echt den Zapfen. Ein Drache ist ja nur so ein getragenes Ding. Guck mal hier hinten. Hauwatscha. Bestückt mit ein paar Ninjas. Oh nee, der hat diese blöden Poison Thrower dabei. Die sind kacke.
Guck mal, Ninjas lassen sich gar nicht so richtig bepoisonen. Und der ist verwirrt, der rennt einfach weg. Okay. Verdammt. Los, lad nach. Da kommt einer. Schieß den Typen hier vorne ab. Ja. Boah. Der hat ordentlich Pfeile geschluckt. Komm. Nachladen. Feuer. Yeah. Okay. Das hat doch eigentlich ganz gut funktioniert. So, was haben wir denn jetzt hier? Final Destination, der Ritter. Okay, Viking. Nee, das ist ja, wo ist denn das eigentlich? Nee, Renaissance ist ja schon. Kann ich den einfach mit einem. Hier, Hellebarde vielleicht? Guck mal, der kriegt Doppelhellebarde. Mal gucken, ob er damit umgehen kann mit Doppelhellebarde. Der alte Ritter. Ja, guck mal, er steckt drin fest, er zieht ihn runter. Jawoll! Ja! Ja, keine Chance! Keine Chance! Oh Gott, was ist das? Das sind alles hier diese Fläschchenwerfer, ne? Das sind alles Fläschchenwerfer. Okay, dann. Triple Joust. Und dann nochmal hier nachjousten. Gucken, was passiert. Auf sie! Oh nein, sie sind alle verwirrt. Aber die nicht. Ja! Okay, die hatten keine Chance mit ihren Lümmelfläschchen. Oh, die sind fies. Die mag ich gar nicht. Die mag ich überhaupt nicht. Oh Mann, Da Vinci Tank ist zu teuer. Kacke. Vielleicht zwei Swordcaster? Ne, gar keine Chance. Gar keine Chance. Na, den Reaper haben sie extra einen Dollar weniger hier, oder was? Ninjas. Leute, ich weiß nicht, aber Ninjas sind eigentlich zu heftig. Ninjas und ein Fight Monk. Okay, der Fight Monk konnte auf jeden Fall schon mal lang genug ablenken. Ich höre, wie die Sternchen fliegen. Ja, ja, ja. Er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Der Ninja. Zieht ihn euch rein. Der Ninja gegen den Fight Monk. Oh. Entschuldigt bitte. Es ist heute nicht kein guter Tag für meinen Hals. Oh. Habe ich das Level hier schon durchsucht? Ne, das habe ich noch nicht durchsucht, glaube ich. Da oben liegen Schriftrollen. Wir werden mal gucken, ob wir hier was finden. Allerdings haben wir einiges von denen. Wie wäre es mit einem riesigen Haufen Samurai? Hier Samurai, da Samurai. Hier Samurai, da Samurai, hier Samurai. Und dann vielleicht hier noch so ein Firework Archer. Archer. Noch mehr Archer, Archer. Ja. Zur Ablenkung, ein Riesendrachen in die Mitte. Und vielleicht noch den einen oder anderen Ninja hier in der Bande verstecken. So, schauen wir mal, was passiert. Oh, oh. Alter, Feuerwerk, Drachen, alles fliegt hier durch die Gegend. Boah. Den Drachen hat's erledigt. Aber da ist noch Feuerwerk und Samurais. Ja, dem steckt doch auch schon was hinten im Rücken. Alter, wie er sich hier rumschleudert, der Sack. Nee, das haben wir nicht geschafft. Okay, wir klären das Ganze. Vielleicht Harpuniere? Ein paar Harpuniere. Hier mal ein paar Kanonen aufstellen. Ein paar Blunderbuss-Schützen. Und hier vorne noch den Captain. Er hat's drauf. Und hier vorne so ein paar Flint-Schloss-Dings, Steinschloss-Pistolen. Oh shit. Okay, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Oh, oh.
Was passiert hier? Ich kann gerade noch nicht erkennen, wer jetzt hier den Vorteil und den Nachteil hat. Was machen die da? Oh Mann. Defeated. Victory. Okay. Das sah halt wirklich sehr elegant aus. Was haben wir da? Final Destination. Kanone. Puff. In ein Gesicht. Okay. War ein Versuch aber wert. Ding finde ich so unfair, ne? Das ist er in Rage. Er ist in Rage und verwirrt. Er hat ihn geteebeutelt, das habe ich gesehen. Er hat ihn geteebeutelt. Nee. Clear. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Aber ich habe 1500. Da könnte ich ja auch hier vielleicht ein paar Valkyren. Dann verliert er nämlich seinen Vorteil. Aber irgendwie auch nicht. Nee, es hat auch nicht geklappt. Wo ist der denn dabei? Ist das eine Wikinger-Einheit? Nee. Ich meine Ninjas, Leute. Warum ist der eine denn eigentlich schon tot? Ninjas sind nicht stark genug. Sind nicht stark genug. The Dragon. Okay, Leute, das war jetzt... Wo ist diese Einheit dabei? Das frage ich mich gerade. Wobei eigentlich, wenn ich hier vorne einen Bone Mage hinstelle und dann noch... dann macht der eine Bone Mage den anderen kaputt. Das heißt, ich stelle die anderen irgendwo hier auf. Und dann noch ganz hinten. Na, schauen wir mal jetzt. Er kann ihn nicht hochschleudern mit seinem Ding. Das finde ich ein bisschen... wie ein bisschen schade. Ich habe mich auf der Map davor gar nicht umgeguckt, ob ich noch Einheiten finde. Das war echt doof. Ich vergesse Dinge und mache Dinge, die ich eigentlich machen will. Mache ich dann doch nicht. Ist das eine Wikinger-Einheit? Nee. Oder ist das ein Jarl? Klar ist das ein Jarl. Sehe ich ja jetzt erst. So, Jarl gegen Jarl. Die große Zusammenkunft. Doppel-Jarl. Beide Jarls sind in Jarl-Rage. Aber jetzt kommt es drauf an. Oh, das war ein guter Treffer leider. Aber da kam auch ein guter Treffer. Jetzt sind es zwei komplett dunkle Jarls. Jarls im Schatten der Dunkelheit. Der wird gewinnen. Der große Jarl-Käfig. Na, komm schon. Lass dich nicht jarlen. Darlin. Ja! Ordentlich gejarlt. Sehr gut. Aber der Jarl-Vorteil. Oh, hier ist die Map wieder. Ich glaube, ich habe mich hier aber doch schon mal umgesehen, oder? Machen wir gleich, machen wir gleich. Hoffentlich denke ich dran. Oh, Haufen Valkyre und was haben wir da? Oh, Scarecrows, glaube ich. 8000 haben wir, Skeleton Archers. Swordcaster sind doch nicht schlecht eigentlich, oder? Hier ein Swordcaster, da ein Swordcaster, in die Mitte ein Reaper. Und den Rest decken wir ab hier hinten mit Skeleton Archers, die sich hier in den Feldern auf mehreren Ebenen verteilen, um ordentlich rein zu verteilen.
Alter. Boah, es waren am Ende doch die Skeleton Archer, die es geschafft haben. So, jetzt wollen wir uns doch mal hier so ein bisschen umschauen. Das sind alles Orte, wo man fein Sachen verstecken könnte. Der Denker. Der Medusenkopf. Guck, da haben wir doch einen. Der Lehrer. Oh nein. Oh Gott, mit der Einheit gewinnst du gegen jeden. Vor dem fürchten sich doch alle. Ein paar Büsche versteckt. Okay, hier ist auch nichts. Zumindest finde ich hier nichts. Ja, es ist so fies. Hier könnt ihr irgendwas in den Ecken stecken. Ich meine, da lag gerade nur ein so kleines Schwertchen. Es könnte hier alles sein, Leute, aber hier ist nichts im Moment. Im Moment kann ich jetzt nicht sagen, ob hier noch was Cooles ist oder nicht. Nun denn. Ich habe alles gesucht. Wir haben ein paar Dinge gefunden. Zumindest eine neue Einheit. Das ist doch schon mal was. Eine Einheit am Tag und das Leben wird ein besseres. Das wissen wir alle. Freunde, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Reingehauen. Und ciao.